Und der Aufschlag geht leider ins Netz von Denise Hanke. Spielstand 10-5. Wendelina Horstmann auf Holland jetzt mit der Angabe. Ja, und da war Mirja Topic, die Nummer 4. Man merkt, sie ist wieder gesund und das Spiel läuft besser bei den Schwerinerinnen als zu Beginn der Saison. Super abgeschlossen, 11-5. Und für den Aufschlag macht sie jetzt Mirja Topic. Super Annahme von Thomsen. Und erneuter Punkt für Schwerin. 12-5. Ja, Nadja Schaus war das und das ist erneut die Auszeit für den USC Münster. Weil so langsam wird es auch ziemlich deutlich hier im ersten Satz, 12-5. Aber was heißt das schon? Wir haben einiges in der Saison schon erlebt. Klaren ersten Satz gewonnen, das Spiel letztendlich abgegeben. DVV-Pokal gegen Smart Allianz Stuttgart wäre da ein Beispiel für, aus Schweriner Sicht. Ja, in der letzten Zeit habe ich auch beobachtet, dass Schwerin den ersten Satz dominiert, den zweiten völlig überraschend dann auch ebenso deutlich abgeben muss, den dritten wieder gewinnt und so kamen auch diese Tiebreak-Sätze zustande, aber mit dem besseren Ende für den SSC. Ich habe nichts dagegen, wenn es so weitergeht. Es geht mit Mirja Topic bei der Angabe. Und das war ein klasse Block gestellt von Thormann und Schaus, die den Ball dann wieder rüberdrücken. Keine Chance. 13-5. Ja. Und am Aufschlag jetzt Mirja Topic. Der geht ins Netz. Und es steht 13-6. Und jetzt schlicht auf für den USC Münster Christine Kaspersky. Und Nadja Schaus steht da am richtigen Fleck. Der Block geht ins Feld. Der Münsteranerin 14-6. Und Angabe macht sie jetzt ebenso, Nadja Schaus. Ja, wenn man sich da überlegt, dass wir bisher schon drei Fehlangaben auf Schweriner Seite gesehen haben, sieht das doch sehr, sehr deutlich aus hier im ersten Satz. Da sieht man die Dominanz des Schweriner SCs in diesem ersten Satz des Spiels. Schöner Ballwechsel bisher auf beiden Seiten. Und der Block. Oh. Da war wohl noch eine Spielerin von Münster dran. Der Punkt geht an Schwerin. 15-6. Und wieder Nadja Schaus. Und der Ball von Münster geht ins Aus. 16-6, zweite technische Auszeit. Ja, und auch gut gefüllt die Halle hier für diesen Samstagabend. Wie gesagt, das ist ein Spitzenspiel, auch wenn es die Tabelle momentan nicht so aussagt. Aber die Duelle waren in der Vergangenheit immer sehr brisant, sehr interessant. Und das ist auch natürlich heute so. Ja, und hier auch die Ankündigung in der Halle. Am Mittwochabend steht an für den SSC das Rückspiel im Europapokal gegen die Damen vom Gent Dames aus Belgien. Das Hinspiel gewann die Schwerinerin 3-0. Und Sie hören's. Wahnsinns tolle Stimmung hier in der Arena in Schwerin. Am Aufschlag Nadja Schaus.
Und wieder ist der Block da mit Adlerova. Und der Punkt für Schwerin 17-6. Ja, Andrea Berg kommt jetzt für Münster in die Partie. Also Münster hat auch eine Andrea Berg. Ja, und Schwerin hat eine Nadja Schaus und die ist jetzt an der Angabe. Block von Patricia Thormann, 18-6. Es ist doch ziemlich deutlich, habe ich nicht erwartet. Ja, aber man sieht es deutlich, nicht nur am Ergebnis, man sieht es vor allen Dingen an der Körpersprache, an den Bewegungen im Schweriner Spiel. Das ist flüssig, das ist souverän und das war eine klasse Angabe von Nadja Schaus. Richtig mit Übersicht gespielt, genau da wollte sie ihn hinhaben und genau das bringt den Punkt. Genau, sehr schöne Angabe, da konnte Kaspersky nichts machen auf Münsteraner Seite. 19-6. Hat einen neuen Wechsel gegeben auf Münsterer Seite. Hanna Hoja kommt jetzt für Hanna. Und dann hat der Schaus erneut bei der Angabe und diesmal im Platz. Und das ist schon der vierte in diesem Satz. Eigentlich zu viel, aber gegen Münster heute scheint es zu reichen. Ja, momentan sieht es so aus. Und Münster schlägt auf mit der Nummer 17. Ines Barthe. Ganz knapp übers Netz gezogen. Den holt noch Denise Hanke. Und vom Block der Münsteranerin ins Aus. 20-7 für den SSC. Paddy Block bin ich. Patricia Thormann haut in den Block der Münsteranerin und der geht dann ins Aus. Und sie schlägt das jetzt auf. Leider ins Netz, das ist schon die fünfte Fehlangabe beim SSC. Naja, gut. Ja, und wenn wir das mal gegenrechnen, 5 Fehlangaben bei 8 Punkten. Das sind nur 3 Punkte für Münster aus dem Spiel. Das ist definitiv zu wenig für die erste Bundesliga. Und auch die machen ihre Fehlangaben. Die Nummer 13 schlägt ins Netz. 21-8 für den SSC. Und Adlerova für die Angabe bereit. Der war knapp übers Netz. Und das war mal gut gespielt von Michaela Jelinkova. Einfach rübergelegt, schnell reagiert. Und das bringt den Punkt gewinnen. Ja, und so steht es 21-9. Und Jelinkova schlicht auf für Münster. Obwohl, auch wenn das ein guter Punktgewinn jetzt war, denke ich, dass Münster den ersten Satz kopflich schon ein bisschen abgegeben hat und sich auf den zweiten konzentriert. Und der Punkt jetzt durch Anja Brandt. Ja, Wahnsinn. Auch die Wucht, die dahinter steht. 22-9. Anja Brandt schlicht auf. Und auch der findet sein Ziel. 23-9. Ja, es muss sich einiges ändern für Münster im zweiten Satz, wenn man hier in Schwerin nicht vollkommen untergehen möchte. Und der Punkt von Nadja Schaus, der passt dann war auf der Linie, genau. Ja? War auf der Linie. 24-9, Satzball Schwerin. Ja, Anja Brandt schlägt jetzt auf zum Satzgewinn. Aber Münster muss sich einiges einfallen lassen, wenn man hier eben nicht komplett untergehen will in Schwerin. Und das hat Münster nicht nötig. Sie sind eindeutig besser. Und den Satzball verwandelt. Anja Brandt mit der Angabe, die Nummer 18 der Libero der Gäste. Kriegt sie nicht richtig, er geht ins Aus. 25-9
für den SSC Schwerin. So, jetzt geht es hier gleich weiter im zweiten Satz zwischen dem SSC Schwerin und USC Münster. Der erste Satz ging deutlich an den SSC mit 25:9. Und die Halle hebt sich wieder. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der USC Münster wieder mit Ines Barton anfängt jetzt bei der Angabe. Die beiden Angaben, die sie gemacht hat, sahen mir doch sehr fragwürdig aus. Zu kurz in das Netz geschlagen, ohne viel Kraft, ohne wirklichen Angriff dahinter. Ist für meiner Meinung nach ein schlechter Start in einen Ersatz. Aber jetzt ändert man die Taktik. Katharina Holzgräbe mit der Angabe. Und da ist der erste Punkt wieder für den SSC, erzielt durch Anja Brandt mit der Nummer 12, die die Lücke gesehen hat und mit ihrer Wucht den Ball dorthin geschmettert hat. Nichts zu machen für den USC. Und Adlerow war schlicht auf für den SSC. Und es steht 1:1. Block geschlagen, das SSC. Und von da aus war er nicht mehr zu holen und hat er jetzt auch mit der Angabe. Und das war, jetzt steht der Block von Münster auch viel, viel besser. Aber der Schweriner Block steht auch und er macht den Punkt in die Hanke. Genau, der Block mit Brandt und Hanke funktioniert. 2:1 für den SSC und für die Angabe kommt Anja Brandt. Jetzt wieder der Block von Münster, doch klar besser eingestellt jetzt im zweiten Satz. Auch wenn Topic das jetzt clever macht, den Block anschlägt und aus und den Punkt für Schwerin holt. Aber es ist viel aktiver, was die Münsteraner jetzt machen. Sieht besser aus. Ja, auf alle Fälle. Aber auch viel Übersicht durch die Mia Topic, die genau sieht, wo der Block steht und wie sie ihn anzuschlägen hat. Und es funktioniert 3:1. Und auch der Punkt durch Mia Torpic an den Block der Hände der Gäste geht ins Aus. 4:1. Ja, vorher schön geholt von Anja Brandt, der auf dem Bogen langrutscht, den Ball gerade noch vom Boden kratzt und dann mit dem Punkt für Schwerin ermöglicht. Und wieder Anja Brandt. Besser gespielt, schöne Variante jetzt mit Horstmann, die den Punkt macht für Münster. Das wird jetzt wacher. Wir haben den ersten Satz wohl doch frühzeitig abgehakt und im zweiten sieht das jetzt doch besser aus, auch wenn Schwerin noch 4:2 führt. Ja, ich denke auch, dass dieser Satz nicht so deutlich an den SSC gehen wird. Das wird spannender als im ersten, auf alle Fälle. Mira Topic am Block vorbeigeschlagen. Klasse Punkt, 5:2. Also eine super Neuverpflichtung für den SSC zur Saison. Sie überzeugt in allen Belangen die Nummer 4, Mira Topic. 5:2.